Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Sprache und Medien und Sport. Heute mit dem zweiten Trainingslager, das dem Bereich der Korpuslinguistik gewidmet ist. Ich möchte Ihnen heute einige Tools und Ressourcen vorstellen, mit denen Sie bequem nach und in Texten der Sportberichterstattung recherchieren können. Doch zunächst möchte ich einen Rückblick auf die letzte Sitzung geben. Wir haben in der Grundlagensitzung gesehen, dass es eine Dreiecksbeziehung gibt zwischen Sport, Medien und Wirtschaft. Alle sind sie aufeinander angewiesen. Und wir hatten auch gesehen, dass Sport als Paradebeispiel für das gelten kann, was in der Medienwissenschaft als Mediatisierung beschrieben wurde, also dieser historische Prozess. Sport und Medieninstitutionen und Formate prägen sich tatsächlich in ihrer Entwicklung gegenseitig. Wir hatten dann gesehen, dass Sportereignisse neben dem, was tatsächlich auf dem Feld oder auf der Rennstrecke oder wo auch immer passiert, vor allem auch Medienspektakel sind, die aufwendig inszeniert werden, und Sprache erfüllt hier eine ganz wesentliche Funktion. Wir hatten das anhand eines Beispiels uns angesehen, wo es um verbale und auch paraverbale, zum Beispiel prosodische Mittel der Emotionalisierung und der Dramatisierung ging. Wir hatten uns die Ironman-Übertragung angesehen und Sie hatten in Ihren Gruppenarbeiten sehr schöne Beobachtungen rausgearbeitet, wie zum Beispiel durch rhythmisches Sprechen, durch Gedankenwiedergaben und durch andere emotionalisierende und dramatisierende Mittel, das eigentlich bildlich eher unspektakuläre Geschehen eben doch zu was Spannendem und Spektakulärem gemacht wird. Das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung. Und nun zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung. Es geht um Corpora zur Untersuchung von Sportberichterstattung. Zur Erinnerung, was sind eigentlich Corpora? Dazu diese tolle Definition von Lemnitzer Zinsmeister. Ein Corpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen in einer oder mehreren Sprachen. Die Daten des Corpus sind digitalisiert, das heißt auf Rechnern gespeichert und durchsuchbar. Die Bestandteile des Corpus, die Text oder Äußerungen, bestehen aus den Daten selbst sowie möglicherweise aus Metadaten, die diese Daten beschreiben, und aus linguistischen Annotationen, die diesen Daten zugeordnet sind. Das haben Sie vielleicht in der Einführungsvorlesung zur angewandten Linguistik schon mal gehört. Ich möchte es hier nicht im Einzelnen nochmals durchgehen, aber vielmehr möchte ich nachher im Konkreten zeigen, wie man damit arbeitet. Aber eines ist noch wichtig. Es gibt zwei verschiedene Typen von Corpora, die sogenannten Referenzcorpora, die versuchen, eine Sprache, zum Beispiel das Deutsche, möglichst repräsentativ und auch umfassend abzubilden. Dazu zählt zum Beispiel das deutsche Referenzkorpus Derico, mit dem wir heute arbeiten werden. Und es gibt Spezialkorpora, die einen möglicherweise sehr spezialisierten Bereich sich herausgreifen, aber dort ebenfalls Repräsentativität anstreben. Und dazu möchte ich mal nennen als Beispiel die von mir selbst erstellten und publizierten Corpora zur Fußballlinguistik. Wozu brauchen wir überhaupt in der Linguistik Corpora? Es gibt verschiedenste Gründe, davon möchte ich mal hier einige nennen. Zunächst mal können wir mittels Corpora Hypothesen über Sprache und Sprachgebrauch in bestimmten Domänen empirisch prüfen. Ist dieses und jene Wort in der Sportberichterstattung häufiger als woanders zum Beispiel? Wir können empirische Aussagen mit authentischen Belegen illustrieren. Die Zeiten, da Linguistinnen sich Beispielsätze ausdenken müssen, sind Gott sei Dank lange vorbei. Es ist ein leichtes, sich mit tatsächlich authentischen Beispielen auszustatten. Wir können Textsammlungen quantitativ auswerten und gegebenenfalls auch statistische Analysen vornehmen, Korrelationsanalysen, Signifikanztests und so weiter. Und schließlich können wir auch datengeleitet vorgehen. Das heißt, wir gehen nicht nur so vor, dass wir uns vorher Hypothesen überlegen, die wir anschließend prüfen, sondern wir können überhaupt erst solche Hypothesen generieren, mithilfe von sogenannten datengeleiteten Verfahren. N-Gramm-Analysen zählen dazu, Keyword-Analysen. Dazu werden wir heute nur wenig machen, aber Sie sollen es mal gehört haben. Bei Interesse können Sie übrigens gerne meinen Kurs zur Korpuslinguistik verfolgen. Alle Videos und der Seminarplan, alle Übungsblätter und so weiter sind frei zugänglich online verfügbar. Wir beginnen mit dem deutschen Referenzkorpus. Das ist sozusagen das
entscheidende, wichtige Referenzkorpus des Deutschen, das vom IDS Mannheim herausgegeben wird, ist mit fast 46 Milliarden laufenden Wörtern die mit Abstand größte Sammlung deutschsprachiger geschriebener Texte und enthält vor allem, aber nicht nur, Pressetexte. Es gibt eine Sache, die sehr wichtig ist für das DERICO, nämlich die Themenannotation. Alle Texte durchlaufen automatisiert eine Themenannotation, dass wir uns dann zum Beispiel nur Texte aus dem Bereich der Innenpolitik oder aus dem Bereich des Motorsports anzeigen lassen können. Unter diesem Link hier kann man darauf zugreifen. Wie das geht, zeige ich Ihnen dann gleich. Zunächst möchte ich aber ein entscheidendes Spezialkorpus vorstellen, mit dem wir heute arbeiten wollen. Meine Corpora zur Fußballlinguistik. Das ist wesentlich kleiner, wie Sie sehen. Nur ungefähr ein Tausendstel. Allerdings sehr spezialisiert. Es enthält 44,8 Millionen laufende Wörter. Allein aus dem Bereich der Fußballberichterstattung, vor allem der internetbasierten Fußballberichterstattung. So Texte wie Live-Ticker, Spielberichte, Taktikanalysen, Einzelkritiken und so weiter und so fort. Derzeit voll öffentlich verfügbar sind Texte in Deutsch, Englisch, Niederländisch und Russisch auf Anfrage und für Studierende in meinen Seminaren sowieso, sind aber auch verfügbar Texte in anderen Sprachen, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch und sogar Griechisch, also Neugriechisch, versteht sich. Unter diesem Link können Sie das aufrufen und Sie können dann sich auch hier unter diesem Link mal ein Tutorial zur Gemüte führen, wo Sie die sehr komplexen Abfragemöglichkeiten Schritt für Schritt erklärt bekommen. Und schließlich möchte ich noch ein Tool vorstellen oder eine Ressource, die nicht so sehr eine korpuslinguistische Ressource ist, aber sich trotzdem eignet, um selber Corpora zu erstellen, die Pressedatenbank Nexus. Es ist eine tagesaktuelle Datenbank mit internationalen Presseartikeln, die auch grob nach Themen verschlagwortet werden. Wir können uns Blöcke von Ergebnissen im Volltext runterladen, immer bis zu 100 Stück, zur Not eben dann einfach mehrfach und ist über die SLUB zu erreichen. Doch bevor ich jetzt hier noch weiter viele Worte verliere, zeige ich die Sachen direkt hier mit an einem Hands-on. Wir beginnen mit dem deutschen Referenzkorpus. Ich hoffe, dass Sie sich rechtzeitig registrieren konnten. Sonst können Sie diesen Punkt jetzt auch überspringen und es ein andermal nachholen. Aber wenn Sie sich registriert haben, dann können Sie sich hier dann einloggen. Ich mache das mal und Sie landen dann zunächst mal hier in dieser Übersicht, wo Sie verschiedene Archive sehen. Die Archive 2 bis 4 enthalten vor allem Pressetexte und hier Archiv W enthält alles Mögliche. Wenn wir mal draufklicken, sehen wir auch Pressetexte, aber zum Beispiel sind auch meine Fußballkorpora hier zum Teilen eingegangen. Wir finden aber auch sowas wie Plenarprotokolle. Wir finden auch sowas wie Wikipedia-Artikel und Diskussionen, die hier auch als Korpus aufbereitet sind. Also ein weites Feld an Texten. Wir nehmen einfach mal hier das Umfassendste und jetzt können wir hier in dieser Ergebnis, in dieser Eingabeliste einfach mal nach einem Wort suchen, zum Beispiel fulminant. Ja. Es gibt ein schönes Buch von Alex Raag über Phrasen und Plattitüden des Fußballs und da steht drin, dass das Wort fulminant irgendwie so ein typisches Fußballwort ist. Ja? Und das können wir jetzt mal hier überprüfen. Wir bekommen dann zunächst mal hier so eine Liste mit verschiedenen Schreibweisen. Das ist aber für uns alles okay. Und wir sehen dann hier zunächst mal die Übersicht. Wir können jetzt uns hier, wenn wir wollen, auch solche sogenannten Keywords und Kontextlisten anschauen. Hier, das Spiel fing fulminant an. Das ist offenbar was oder könnte mit Sport zu tun haben, allerdings auch hier Rentenanstalt als AG fulminant gestartet. Naja, das ist vielleicht eher nicht so einschlägig. Und dazu gibt es nun eine tolle Möglichkeit, wenn wir nochmal hier auf Ergebnisse zurückgehen, dass wir hier die Themenansicht wählen. Jetzt finden wir hier die Texte nach Themen sortiert und können jetzt mal hergehen und hier nach der Trefferanzahl sortieren.
Dann finden wir, die meisten Treffer entfallen auf den Bereich Kultur, Musik und die zweitmeisten Treffer tatsächlich auf das Thema Sport und Fußball. Allerdings auch andere Sportarten sind vertreten, Wintersport, Tennis und so weiter. Hier ist eine Sache zu beachten. Ich würde immer empfehlen, unter Optionen auch das Maß für die relativen Häufigkeiten anzugeben. Relative Häufigkeiten, und zwar pro Million Worte ist okay. Denn interessant ist ja nicht nur, wie viele Wörter kommen insgesamt tatsächlich im Themenfeld Sport vor, sondern wir müssen es gegenbalancieren. Wie viele Texte entfallen insgesamt aufs Thema Sport und in wie vielen Texten davon kommt dann das Wort fulminant vor? Ist das Wort fulminant in Texten zum Thema Sport tatsächlich besonders häufig oder nur deswegen, weil insgesamt Texte zum Thema Sport häufig sind? Wir können das dann jetzt mal hier nachsortieren, nach der relativen Häufigkeit, und sehen es schon ein bisschen anders sortiert, aber Ballsport ist vorne und Fußball hier immer noch ziemlich weit vorne. Gut, es gibt noch eine Möglichkeit, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Wenn wir hier ein und vorne dran hängen, dann finden wir nicht nur genau diese Wortform fulminant, sondern wenn wir das mal ausklappen, sehen wir auch flektierte Formen. Ja? Also alle möglichen Flexionsformen und Schreibweisen. Wenn wir jetzt mal danach suchen, dann finden wir nochmals wesentlich mehr Treffer. Ja? Und wir könnten jetzt auch wieder diese Themen nach Themen sortieren und würden dann eine andere Aufstellung bekommen. Das mache ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht. Ich möchte noch zeigen, wie wir auch nach Mehrworteinheiten suchen können. Zum Beispiel Spannung pur. Wenn Sie mehrere Wörter suchen, ist es ganz wichtig, dass Sie unten hier dieses Häkchen anklicken. Normalerweise in der Standardeinstellung, wenn Sie sich das erste Mal anmelden, ist hier das hier aktiviert. Dann würde er suchen nach Texten, in denen entweder Spannung oder pur vorkommt. Wir möchten aber, dass tatsächlich in genau dieser Reihenfolge und in genau diesem Abstand es vorkommt. Spannung pur suchen wir. Dann finden wir 3000 Treffer und wir machen das wieder nach Themen und sortieren mal nach der relativen Häufigkeit. Das ist jetzt hier aufsteigend. Wir machen es mal absteigend. Und dann sehen wir wieder hier Ballsport, vermischtes Fußball, Motorsport, Tennis, Wintersport, Radsport. Also Spannung pur scheint so eine Floskel zu sein, die vor allem in der Sportberichterstattung häufig vorkommt. Das also erste kleine Hinweise, was mit Cosmas möglich ist. Und damit kommen wir zur zweiten Ressource. Die Corpora zur Fußballlinguistik. Unter dem Link, den ich Ihnen gegeben habe, müssen Sie sich zuerst anmelden mit dem Nutzernamen und dem Passwort, was ich Ihnen genannt habe. Und dann können Sie sich hier Corpora auswählen. Sie haben auch, wenn Sie Interesse daran haben, können Sie sich auch noch für andere Corpora freischalten lassen. Wir wollen jetzt heute mal arbeiten mit diesem hier, weltfußball.de. Da finden wir alle möglichen Live-Ticker aus dem Zeitraum von 2006 bis 2016, Bundesliga, Champions League und so weiter. Und auch hier können wir einfach mal nach fulminant suchen und finden jetzt hier 40 Treffer in 38 verschiedenen Texten. Wenn wir auf einen Beleg draufklicken, finden wir ein bisschen erweiterten Kontext. Und wenn wir hier links draufklicken, finden wir Metadaten. Wir sehen also, um was für eine Partie es sich handelt. Es ist eine Bundesliga-Partie am 15. April 2008. Hansa Rostock gegen Werder Bremen. Es ging aus 1:2. 29. Spieltag, und wir können uns auch hier, wenn wir das möchten, zur Originalquelle durchklicken. Ja?
Genau. Wir können, wenn wir, so wie es in Cosmas möglich war, nach flektierten Formen mit dem und zu suchen, geht es hier mit geschweiften Klammern. Jetzt finden wir schon 161 Treffer und Sie sehen hier also die ganzen unterschiedlichen Flexionsformen. Wir hätten auch die Möglichkeit, das möchte ich nochmal zeigen, unter Restricted Query uns hier für einen bestimmten Wettbewerb zu entscheiden oder auch hier nach einer bestimmten Saison, einem bestimmten Jahr. Und so haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten nach den beteiligten Vereinen. Aber wir bleiben jetzt trotzdem nochmal bei Fulminant. Ich möchte Ihnen eine Sache zeigen, dass wir hier Collocations berechnen können. Sie erinnern sich, Kollokationen sind Ausdrücke, die im Umkreis, im Umfeld von jetzt hier bis zu 5 Wörtern signifikant häufiger vorkommen als im Gesamtkorpus. Und wir können hier Lemmata inkludieren. Stellen auch hier Lemmata ein. Und jetzt finden wir hier Wörter, die im Umkreis vorkommen. Und dann sehen wir hier so eine Art semantisches Profil des Ausdrucks fulminant in Live-Tickern. Ja? Also ein fulminanter Schuss. Klicken wir mal hier drauf. Dann sehen wir hier die einzelnen Belege oder auch Abziehen, der fulminant abzieht und so weiter. Ja, ist ganz lustig. Wir können in einzelnen Suchen auch trunkieren. Zum Beispiel finden wir solche, die Vorsilbe Wahnsinns, ja, ein Wahnsinnsspiel, ein Wahnsinnsschuss und so weiter. Das geht mit dem Plus. Plus steht für mindestens ein Zeichen. Wenn wir jetzt hier nach suchen, finden wir hier die ganzen einzelnen Treffer. 244 Belege insgesamt. Manche wiederholen sich. Ja, Wahnsinnstreffer kommt mehrfach vor, hier zum Beispiel und hier. Und wir können jetzt über Frequency Breakdown das mal auszählen. Ja, also Wahnsinnstat ist das häufigste, Wahnsinnstor, Wahnsinnsparade, Wahnsinnsreflex. Wir sehen also, dass gerade dieses Wahnsinns ein sehr produktives Wortbildungsmuster ist und tatsächlich vor allem der Emotionalisierung und der Dramatisierung auch dient. Wenn wir hier drüber hovern, dann sehen wir hier bei Wahnsinnsding unterstrich NN. Wir sehen, dass diese Corpora Part of Speech getaggt sind. Das heißt, jedem Wort ist die Wortart zugeordnet. Und wir können deswegen auch direkt nach Wortarten suchen. Zum Beispiel, wenn wir mal nach unterstrich NN suchen, dann finden wir alle Substantive in diesem Korpus. Ja? Und gehen wir nochmal hier in diesen Live-Ticker rein, da habe ich schon hier eine schöne Formulierung gesehen. Was für eine Chance für Kern. Ja? Und ich interessiere mich also für diese was für eine Konstruktion, die ich schon in der letzten Sitzung, glaube ich, erwähnt hatte. Was für eine, so. Ja, dann sehen wir, können wir auch hier wieder auszählen. Frequency Breakdown. Was für eine Chance, was für eine Möglichkeit. Und wir können natürlich auch sagen, wir interessieren uns auch für was für ein. Dann setzen wir das hier mal in geschweifte Klammern. Dann finden wir auch was für ein Händchen, was für ein Traumkonter. Und auch hier wieder Frequency Breakdown. Sehen wir jetzt hier, was für Substantive jeweils eingesetzt werden können. Und wir können das ja auch noch ergänzen durch Adjektive und so weiter. Sie finden das Tagset, mit dem hier gearbeitet wird, hier verlinkt. Dachte ich zumindest. Genau. Hier sind alle Part-of-Speech-Tags, die vergeben sind in diesem Korpus. Sowas wie Indefinitpronomen, auch unterordnende Konjunktionen und so weiter und so fort, sodass wir sehr flexibel nach abstrakten syntaktischen Mustern suchen können. Gut, und dann möchte ich als letztes Nexus vorstellen.
Nexus erreichen wir am besten hier über Recherche Datenbanken auf der Seite des SLUB. Wichtig ist, dass Sie sich anmelden, sonst können Sie nachher keine Texte runterladen. Und dann können wir uns hier draufklicken. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. So. Und wir suchen nach Nexus, wo heißt die Datenbank. Und wenn Sie im Uninet sind, können Sie hier draufklicken und über diesen Link dann die Ressource starten. Jetzt gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ich würde Ihnen empfehlen, direkt auf die erweiterte Suche zu gehen. Und jetzt können wir mal eingeben, Emotionen. Wir haben ja schon gesehen, Spannung pur ist sowas Typisches für den Sport. Und das Sport, was mit Emotionen zu tun hat, ist irgendwie auch mal naheliegend. Und jetzt können wir hier den Zeitraum angeben. Wir machen mal seit Corona, ja, was ist das, seit 15. März ungefähr. Da ungefähr ist ja Deutschland so richtig runtergefahren. Bei Quelle empfehle ich Ihnen zu suchen nach German, das müssen Sie sich einfach merken, German Language News. Das ist die Bezeichnung für insgesamt deutschsprachige Nachrichtentexte. Und das soll es schon gewesen sein. Und jetzt suchen wir mal. So, er findet jetzt sehr, sehr, sehr viele Texte. Wir sehen auch hier schon, das handelt hier vom Sport. Allerdings hier handelt es von der Wahl von Joe Biden. Hier auch, ja, das möchten wir ausschließen. Wir möchten tatsächlich nur in Belegen zum Thema Sport suchen. Und das geht hier über die Themen. Wenn wir nämlich mehr anklicken, dann können wir uns hier beschränken auf Sport- und Freizeitaktivitäten. Ich möchte Ihnen noch eine Einstellung empfehlen. Klicken Sie bei Duplikate gruppieren auf On. Denn in Zeiten von Presseagenturen wie der dpa kommt es vor, oder großen Medienkonzernen kommt es vor, dass ein und derselbe Text gleich in 10 bis 20 verschiedenen Zeitungen erscheint. Und das kann man hier gruppieren, dass der eine Text tatsächlich nur einmal bei Ihnen auftaucht. Jetzt haben wir 6220 Texte, immer noch sehr viel. Aber damit können wir jetzt arbeiten und wir können auch uns die Sachen runterladen. Das geht hier über diesen Link. Ich mache es jetzt mal aus Zeitgründen, weil das immer ein bisschen dauert, nur mal die ersten 10 Texte. Und zwar mache ich es als Rich-Text-Format, damit ich danach auch, wenn ich möchte, korpuslinguistisch weiterarbeiten kann, aber PDF ist genauso möglich, wenn Sie damit lieber arbeiten. Aber meine Empfehlung wäre tatsächlich RTF, damit es auch in Korpusanalyse-Tools importiert werden kann, gegebenenfalls. Und wir nennen das Ganze mal Emotionen Nexus. Sie sehen, ich habe es schon vorbereitet vorhin. Und jetzt laden wir das herunter. Die Verarbeitung läuft. Es sind tatsächlich immer recht große Dateien, weil sie auch Bilder teilweise enthalten. Und hier sehen wir jetzt, nachdem hier oben die Übersicht war, dann hier die einzelnen Volltexte. Und jetzt könnte man eben schauen, wie in Zeiten der Pandemie eigentlich im Themenfeld des Sports über Emotionen gesprochen wird. Das möchte ich jetzt aber hier gar nicht weiter vertiefen, denn genau das können Sie in, selber replizieren und alleine oder auch in der Gruppe dann selber versuchen, mal auf Antworten zu kommen.
So können Sie sich also mit wenigen Klicks tatsächlich tagesaktuell mit Pressetexten versorgen. Sie müssen nicht manuell Spiegel Online und so weiter aufrufen, was auch eine Möglichkeit ist, aber hier eben der große Überblick. Und wir können tatsächlich auch lange, lange Zeiträume zurückgehen. Und bis zu 100 Texte können Sie, wie gesagt, im Blog downloaden. Zur Not müssen Sie eben 5 bis 10 bis 20 Mal diesen Download-Prozess anschieben. Gut, das wären meine Hinweise. Ich habe Ihnen ein Arbeitsblatt vorbereitet, mit dem Sie selber aktiv werden können. Es bleibt mir noch zu sagen, was Sie für die nächste Sitzung bitte machen sollen. Vorbereitet eine vierte Sitzung, muss es heißen. Lesen Sie bitte die Texte von Burkhardt und Schmidt, die Sie in der Zotero-Bibliothek finden oder auch auf Opal. Und wir wollen beim nächsten Mal mit der Ressource Kictionary.de arbeiten. Ich möchte gar nicht groß erklären, worum es da geht. Das können Sie sich selber erklicken. Schmidt beschreibt das auch. Klicken Sie sich durch und erarbeiten Sie sich bitte spielerisch diese tolle Ressource. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen. Tschüss.